Musikzimmer. Wir spielen, Sascha geizte mit den Worten, ein russisches Kinderlied, ein russisches Volkslied. Es steht in Moll. Ich zeige euch die Noten. Ihr seht, das Lied hat zweimal vier Takte. In jeder Zeile werden die vier Takte wiederholt. Ihr seht hier die Wiederholungspunkte. Die zweite Zeile ab Takt 5 spielt zuerst den ersten Schluss. Ihr seht hier die 1. Dann wird wiederholt ab hier, da seht ihr das Wiederholungszeichen. Und beim zweiten Mal springen wir in den zweiten Schluss. Fangen wir an. Beide Hände liegen in der D-Moll-Grundstellung auf D, E, F, G und A. Die rechte Hand beginnt mit dem kleinen Finger auf dem A. Ich spiele euch die erste Zeile einmal vor. 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 1. Jetzt etwas langsamer zum Mitspielen. Und 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 1. Und einmal mit Notennamen. A, 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 F, A, 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 F, E, E, A, E, D, 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 D. Die linke Hand in der ersten Zeile spielt die Akkorde. Im ersten Takt spielen wir D und F, A. Im zweiten Takt das gleiche. Geht der kleine Finger aufs Cis und wir spielen mit 2, 1, G und A. Und im vierten Takt spielen wir wieder D, F, A. Einmal zum Mitspielen. D, F, A, D, F, A, Cis, G, A, D. Diese erste Zeile spielt ihr jetzt ein paar Mal mit jeder Hand allein, drückt den Pausenknopf und wenn ihr soweit seid, spielen wir die erste Zeile mit beiden Händen zusammen. Und jetzt. Zweite. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Zeile. Die rechte Hand spielt mit dem fünften Finger das B im Takt 5, im Takt 6 A, im Takt 7 wechsle ich auf den kleinen Finger 5, 4 und der erste Schluss D, D, D. Ich wiederhole die ab Takt 5. Wir spielen jetzt ab Takt 5 die linke Hand. Wir spielen die Töne G und D im Takt 1 und 2, im Takt 6 F, D. Takt 7 geht der zweite Finger zum F, Cis und jetzt D, F, A mit 4, 2, 1. Nochmal ab Takt 5. G, D, F, D, zweiter Finger auf F und der zweite Schluss D, F, A.
die zweite Zeile Takt 5 bis 8 mit jeder Hand alleine 3 bis 5 Mal, dann schaltet wieder ein und wir spielen ab Takt 5 mit beiden Händen zusammen. B im fünften Finger, G, D in der linken Hand. Rechts A, links F. Zweiter. Wiederholung. F, D links. Zweiter Finger auf F links. Und der zweite Schluss. Toll gemacht, wenn ihr hier angekommen seid. Ich wünsche euch Happy Playing und sage Tschüss bis zur nächsten Musikstunde.